Hallo Pflanzenfans, ich wollte euch heute zeigen, wie ich die Süßkartoffel endlich einpflanze. Es sind schon etliche Wochen jetzt vergangen zwischen dem letzten und dem heutigen Video und man sieht schon, die Süßkartoffel hat hier schon ziemlich gelitten, wie man hier sieht. Auch nahrungstechnisch ist da auch natürlich nicht viel im Wasser. Und jetzt will ich sie nun endlich einpflanzen und hier kann man schon wunderbares Wurzelwachstum erkennen. Wenn ich die hier mal rausziehe, habe ich natürlich gleich alle drei in der Hand. Und deswegen wird es natürlich auch selbstverständlich Zeit, die endlich einzupflanzen. Und dazu verwende ich natürlich diese Töpfe hier. Es wird bei mir alles recycelt. Das sind alte Pflanztöpfe bzw. Töpfe, die man irgendwo gekauft hat in der Gärtnerei oder im Gartencenter. Und diese nehme ich halt, da pflanze ich die rein. Auch die Erde ist gebraucht von letzten Jahr. Da hatte ich meine Kolokasien drin stehen. Und dieses Jahr kommen hier die Süßkartoffeln rein. Und ich wollte euch mal zeigen, wie man die Süßkartoffeln noch vorbereiten kann bzw. warten kann, bis sie neu austreibt, ohne dass man sie abschneidet, in Erde steckt oder auch wässert. Und zwar habe ich hier eine Süßkartoffel wie diese hier. Die habe ich einfach in dieses Gefäß gelegt und in der Küche über 2 bis 3 Wochen einfach so vergessen. Und das ist das Treiben der Süßkartoffel für bequeme Leute, die eigentlich, ich habe es auch nicht gewässert, einfach liegen lassen und im Warmen halt Küche. Ja, so ein bisschen Licht hat sie auch gekriegt, nicht sehr viel eigentlich, weil sie ziemlich weit weg vom Fenster gestanden hat, in diesem Topf. Einfach in der Ecke irgendwo hin und dann vergessen. Und irgendwann hat man hier neue Austriebe und dann braucht man sie auch gar nicht abschneiden. Kann man fast schon direkt so einpflanzen. Dazu nehme ich hier diesen Topf, fülle den mit Erde auf. Ein wenig werde die Kartoffeln hier rausziehen, entfriemeln. Die Wurzeln lasse ich dran, wie man hier sehen kann. Wunderbar die Wurzeln gewachsen. Stecke sie hierzu in die Erde. Tief hinein, dürfen ruhig ein bisschen durcheinander stehen. Erde drauf. Ein bisschen andrücken und das war es eigentlich schon. Und das mache ich jetzt mit allen dreien. Hier auch wieder, hier sieht man wunderbar Gebrauchsspuren, Kalk und andere Salze an dem Topf. Ist natürlich nicht so schön. Wird auch wieder aufgefüllt mit Erde. Die nächste Pflanze hinein und auch hier wieder neue Erde drauf. Und das war es auch schon wieder. Angießen werde ich sie nachher. Die Erde ist ein Mischmasch von verschiedenen Erden. Wie gesagt, ich hatte sie ja schon als Kolokasienerde benutzt. Die hält auch die Feuchtigkeit gut. Und die Süßkartoffel braucht sehr viel Wasser in der Wachstumsphase und viel Wärme. So, das war die Süßkartoffel. Und hier die Pflanze, hier die Kartoffel. Ich hoffe, ihr könnt das wunderbar erkennen. Und dann würde ich sagen, bis zu einem nächsten Video und tschüss.